Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Planet of Lana. Jetzt sieht das Ganze doch so aus, wie wenn wir in der Beta bzw. in der Demo-Version angekommen sind. Mit der ganzen Vorgeschichte ergibt das jetzt auch alles langsam einen Sinn. Behalten und befolgen. Okay, ja, das kann ich mir doch merken. Wahrscheinlich habe ich es direkt vergessen, wenn jetzt eine Aufgabe kommt. Hier hoch. Upsala. Ich frage mich nur, wo sind die ganzen Roboter, die uns in den letzten Folgen so verfolgt haben? Kleine Katze? Oder bist du überhaupt eine Katze? Bist du ein kleiner Blob? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall bist du unsere Freundin. Oder unser Freund. Und hilfst uns hoffentlich, diese ganzen Abenteuer zu bestehen. Eieiei. Das war knapp. Upsala. Oh, eine kleine schöne Blume, wo wir einfach drüber laufen und die trotzdem stehen bleibt. Schön. Ja. Jetzt geht das Spiel, glaube ich, erstmal so richtig los. Beziehungsweise... Wir lernen jetzt, wie wir mit der Katze umgehen können. Oh, je, je. Und jetzt holen wir unsere Katze hier rüber. Olai. Komm mit. Ui, die kann ja richtig weit springen. Ich wette, mit wir ohne dieses Ding hätten... Also ohne dieses komische schwarze Ding auf der einen Seite... Wäre die auch... da... Ist das... Ist das einfach nur eine Wolke, oder? Ich weiß es nicht. Naja... Ich möchte es nicht ausprobieren, dass unsere Katze stirbt. So. Und jetzt komm her, setz dich dann da drauf und dann sollten wir doch ganz einfach darüber springen und dann nochmal darunter. Ja, klappt doch alles wie am Schnürchen. Jetzt müssen wir unsere kleine Katze hoch. Oh. Dieser Stein ist mir doch gefolgt, oder? Habe ich das... Nein, das habe ich mir nicht eingebildet. Guck mal, diese Blobs da am Steinboden da unten. Die haben auch Augen, oder? Da ich das alles schon kenne aus der Demo, gehe ich jetzt hier gar nicht größer drauf ein, sondern... Upsala. Zerstöre hier alles. Und lass unsere Katze mitkommen. Also da brauche ich mich ja jetzt nicht wirklich... Oh. Wie hoch die springen kann. Krass. Aber wahrscheinlich ist das angepasst. Einmal kann sie so weit springen oder so hoch springen, einmal nicht. Wer weiß. So. Rechts tief und dann... Hier. Bitte sehr. Bitte, hol mir das Seil darunter. Das hast du ja schon mal gemacht. Y. Ich bin halt jemand, der spielt so selten mit Controller. Ich kann mir einfach nicht merken, wo sind jetzt welche Tasten. Außerdem habe ich den Controller unter dem Tisch, weil das einfach so entspannter ist mit den Händen. Und, also zum Zocken und so weiter. Oh. Warum sollte die jetzt da sein? Und da komme ich doch definitiv nicht. Ah ja. Upsala. Also warum sollte die jetzt, kaum ist da eine kleine Hütte, warum sollte die unsere Schwester, unsere Freundin, ich glaube, das ist unsere Schwester, warum sollte die da sein? Verstehe ich nicht. Klar, voller Hoffnung ist schön, aber... Ne? Guck mal, da sind kleine Mäuschen, die da rumrennen. Diese schwarzen Punkte. Interessant. Guck mal. Jetzt setzt er sich unter den Stein und dann folgt der Stein uns, oder wie? Nee. Stein macht gar nichts mehr. Naja. Interessant.
Ah, jetzt ist dieses Rätsel mit dem Riesenstein, der die ganze Zeit nach unserer Katze schnappt. Warte mal. Das war doch so. Hallo? Ah, nein. Du bleibst da sitzen. Dann gehen wir da hoch. Ah, nein, das war anders, oder? Oh, das wäre Alter auch funktioniert. Komm mit da rein. Jetzt bleibt hier sitzen. So, und jetzt gehen wir zurück, springen darüber. So klappt das. Wobei, das andere wäre wahrscheinlich auch, hätte auch funktioniert. Ich hätte einfach nur warten müssen und dann wäre der in der Mitte gewesen, dann hätte ich auch irgendwie rüberspringen können. Wenn ihr versteht, wie ich das meine. Ups, das war auch so, sogar super knapp. So, und jetzt. Komm mit. Die schafft das schon. Da brauche ich gar nicht warten. So, und jetzt. Na, wie mache ich das jetzt, dass ich dass ich ihr sagen kann. Mach. Ah, hier. So kann ich die lenken. Das wollte ich eigentlich machen. Ich wollte sagen, geh du darüber. Kann ich dich nicht befreien? Schade. Diesen Blob würde ich gerne befreien. So, dann geh du mal da hin. Dann kann ich nämlich da hochspringen. Ei. Voll den Kopf angeschlagen. Den Kopf angeschlagen, wie man so schön sagt. Auf Hochdeutsch. Nicht den Kopf. Naja, komm mit. Die wird uns schon finden, oder? Hoffentlich. Ah. Wenn ich in diesem Spiel über Holz laufe, habe ich immer die Sorge, dass es gleich kaputt geht. Ah ja, das war das mit dem Loch hier. Wer die Folge noch nicht gesehen hat, der wird sich jetzt denken, hä? Woher weiß der das alles? Tja, der muss wohl die nullte Folge, sozusagen das, die Demo, sich anschauen. Der weiß dann aber auch, warum. Okay. Weiterspringen ist auch keine, also kürzer springen ist auch keine Option. Ja, also der muss sich die nullte Folge anschauen. Oh, da ist stets unter Strom. Eieiei. Gehen wir doch jetzt erstmal da hoch. Ich glaube. Ich weiß gar nicht mehr genau, was ich tun soll. Ich glaube, ich muss das jetzt erstmal. Hier, geh du da hoch. Zerstör mir das. Und dann kann ich das nämlich darüber ziehen. Ja, komm. Nein. Ah. Da war so viel Spannung drauf. So, wie kommt jetzt aber die Katze? Kann ich das machen? Kann ich der Katze sagen, beiß das kaputt? Auch wenn das weit weg ist? Aber die Katze kann das ja. Super easy. Ach, da ist noch ein. Ah, ich verstehe. Ich verstehe. So, jetzt ist erstmal wieder die ganzen Tasten überprüfen. So, hier hoch. Dann darüber. Da ist nämlich noch so eine Holzwand. Ich hoffe, ich kriege jetzt keinen gewischt. Ja, gut. Hier aufmachen. Aber ich brauche den Kasten da unten. Den brauche ich rechts, damit ich dorthin kann. Ich verstehe. So, jetzt machen wir nochmal den Strom aus. Komplett. Und dann. Ach, ich kann nur in einem begrenzten Kram. Ich kann. Was? Ich kann nur in einem begrenzten Rahmen sie steuern. Ja, durchbeißen.
Weiß zwar nicht, warum die das so gerne macht scheinbar, aber die beißt alles durch. Sind das eigentlich, das sind doch diese Fallen da, wo auch unsere kleine Katze eingesperrt war. Wahrscheinlich schon. Er hat gepfiffen und es hat funktioniert. Yeah. Das ist aber wirklich wie das, also wie die Demo, also wirklich 1:1. Wenn ich mich richtig erinnere, wobei ich mich an diesen fetten Baum auch nicht mehr erinnere. Aber guck, da ist... Ja, natürlich. Da im hohen Gras verstecken. Hier runter. Wieder verstecken. Ich weiß gar nicht, was unser Ziel ist. Boah, macht das jetzt nicht mehr? Und guck mal im Hintergrund. Oh nein. Ich dachte schon. Es seien so kleine Vögel im Hintergrund, aber das sind keine Vögel, sondern so abgebrochene Gerstenkörner oder so. Falls ihr das seht, dass die Auflösung groß genug ist. Ich bin mir ja nicht sehr sicher. Oh nein! Ich habe unsere Katze gesehen. Hey, du siehst uns nicht. Wir sind im Gras versteckt. Und bitte spring nicht darüber. Jetzt müssen wir uns beeilen, oder? Geh da hoch und werf uns runter, oder? Ja. Jetzt ganz schnell, ganz schnell. Irgendwie habe ich riesig Schiss, dass gleich dieses Roboterviech uns hinterherkommt, obwohl ich weiß, dass es nicht hinterherkommen wird. Weil da noch ein weiteres auf uns wartet. Ich denke, ich spiele das jetzt komplett durch. Also diese Demo-Variante-Version. Naja. Ach, wie die diesen Planeten komplett zerstört haben mit ihren komischen Einschlägen da. Schlimm, schlimm, schlimm. Und wer das ist und warum der das macht, weiß ich immer noch nicht. Wenn das überhaupt jemals rauskommt. Upsala. Schon wieder so ein paar Hütten. Wobei, das sind keine Hütten, das sind ja eher andere Sachen. Holzabbau, Plattformen, wer weiß. So, schnell hier hoch. Oh, da ist eine Wand. Oh, oh, oh. Komm mit, komm mit. Weil ich glaube, das muss andersrum sein. Der darf noch nicht mitkommen, glaube ich. Kann ich meine Katze befehligen, dass sie da hinten hin soll? Von hier oben? Geht das? Scheinbar nicht. Naja, dann müssen wir halt eben runter und dann die Katze wieder hin setzen. Das ist ja auch kein Problem. Wir brauchen diese Kiste und dann müssen wir runter. Hui. Wir können auch direkt da an den Rand stellen. Wir wissen ja, wie das Rätsel geht, wie dessen Lösung ist. Ich habe nur gehofft, dass ich die Katze direkt da runter, also leiten kann, aber das geht leider nicht. Dann machen wir das Ganze halt oldschool. So, bleib du da und dann holen wir dich zurück. Und dann ist das Ganze auch schnell, ganz schnell geritzt. Was ist eigentlich, wenn man die Katze sitzen lässt? Also wirklich komplett sitzen lässt? Das habe ich... Also jetzt komplett weggeht. Können wir nicht ausprobieren? Oder können wir bestimmt irgendwie ausprobieren?
Olai. Komm mit. Ich hoffe, der Stein bleibt nicht stehen, weil die Katze zu schnell läuft. Nee. Genau. So. Olai, nee. Bleib du mal. Bleib einfach mal sitzen. Wir laufen mal weiter. Tschüss. Das wäre mal interessant zu wissen, was jetzt passiert. Also ich sehe sie die ganze Zeit am Rahmen sitzen. Und ich brauche sie ja irgendwann. Olai. Wahrscheinlich ist das einfach so geregelt, dass das gar nicht möglich ist, weil ich die immer brauche. Ups. Wie hoch die hüpfen kann. So. Der Kleine, die Kleine hier. Oder der Kleine. Ich glaube, es ist eine Sie. Hat richtig viel Energie und Kraft und Stärke. Also so lange, so viel rumklettern, wüsste ich nicht, ob ich das so könnte. Okay. Ich nehme an, das war das Raumschiff, oder? Ah ja, guck mal an. Hier ist wieder hohes Gras. Wie ging das nochmal? Ich glaube, ich muss mir diesen Code richtig gut einprägen. Kann der über uns drüber laufen? Ich weiß es nicht mehr. Gehst jetzt mal in das gleich ins Loch rein, dann renne ich darüber und dann weiß ich nicht mehr, wie es weitergeht. Wenn der die Katze sieht, muss die Katze zurück. So, und jetzt gehe ich schnell hier rüber. Wie war das nochmal? Ich glaube, ich muss hier im sitzen bleiben. Dann kann die Katze zurück. Dann sieht er die nochmal. Und jetzt, Katze, komm. So, Katze geht da hoch. Ja, schnell. Oh nein, hä? Wie, was, wo, warum? Woher wusste der, dass die Katze... Hat er die Katze gesehen? Wo ist meine Katze? Hallo? Kätzchen? Ich weiß nicht mehr, wo meine Katze ist. Die sitzt bei mir. Jetzt warte ich, bis er hier rüber und dann... Ich weiß, wie ich es mache. Der hat einfach meine Katze gesehen. Ja, komm, seh mich. Ja. Und jetzt. Komm, beiß durch. Ja, komm. Hui, das war aber knapp. Und die Katze ist nicht die schnellste beim Beißen. Das war... Also ich hätte nicht gedacht, dass ich hier jetzt nochmal... Wobei, ich glaube, das ist eine der schwierigsten Stellen, oder? Oder kommt da noch eine schwierigere Stelle? Ich glaube nicht. Es ist jetzt... Ich habe es überstanden. Also zumindest für die Demo-Version. Also für diesen Part, den ich heute spiele, war es das Schwierigste. Aber wenn das Schwierigste war, dann will ich gar nicht wissen, wie schwer das Schwierigste in dem ganzen Spiel ist. Da. Alles voller Flammen, Feuer und Tod.
kann mir das selbst jetzt nicht mehr merken. Also, ich habe es jetzt selbst jetzt schon wieder vergessen, wie der Code ist. Deswegen, naja, da breche ich doch definitiv ab. Dieses Holz sieht viel zu marode aus. Aber das würde ich dann wahrscheinlich in der nächsten Folge herausfinden. Ich wünsche euch jetzt erstmal einen schönen Abend. Haut rein. Bis zum nächsten Video. Cheerio!